Wo sind die Enten? Kannst du meinen Stock mal aufnehmen? Da, wo es schnattert. Ich höre die ja nicht schnattern. Wir müssen näher dran, ne? Immer weiter hier ans Wasser ran. Scheiße, die kann ja Geräusche machen. Da war eine Ente. Es gibt Menschen, die sagen, Mann, muss ein Blinder sowas machen? Und sowas Visuelles überhaupt? Und finde es gar nicht dann witzig, weil sie ein ganz anderes Gefühl von Ethik und was ich habe, von Perfektion. Aber das ist meine Art von Perfektion, die ich habe. Und ich möchte den Menschen so zeigen, dass ich das so wahrnehme, dass ich ihn sehe, so wie ich ihn jetzt hier erspüre, wahrnehme. Das ist zu klein, den muss man näher ranholen. So. Mein Mann hat am Anfang sowas immer gesagt. Weil am Anfang wollte er auch mal, dass ich so perfekte Sachen mache, so perfekt was Szene machen. Und dann hat er aber gemerkt, dass es eigentlich einen ganz anderen Charme hat, meine Fotos. Also nicht so wie eine Postkarte halt, ne? Das kann ja jeder eigentlich. Aber meine Art zu fotografieren, das kann nicht jeder. Ich habe wirklich viele Fotos, die so schief sind und manchmal auch ziemlich verschwommen auch sind. Und so ist es auch, wie ich zum letzten so sehen konnte auch, als mein Augenlicht immer weniger wurde. Und so träume ich heute auch. Also die Welt, wenn ich träume, ist mehr hinter so einem grauen Vorhang. Hier sind die Augen, ne? Das sind die Augen. Im Grunde sind meine Ohren, meine Nase, meine Haut und meine Hände, meine Augen und meine Füße. Ich habe auch schon verschiedene Arten von Bodenbelag fotografiert. Und ich möchte viel unabhängig machen. Deswegen gehe ich auch nicht oft mit jemandem Sehnen weg, also mache viel alleine. Aber manchmal möchte ich natürlich auch andere Anregungen haben, auch andere Sachen noch zu machen. Und dann suche ich mir meinen Mann oder auch andere Leute aus, die ich dann mitnehme und die dann mir so beschreiben, was sie so sehen. Und dann entscheide ich dann, ob das für mich spannend sein könnte oder nicht. Und gibt es hier irgendwie so einen schönen so einen Baum, wo so ein bisschen Licht durchscheint vielleicht? Guck mal, es ist ja die Sonne schon ein bisschen tiefer, oder? Ja, aber noch nicht so tief. Baumlicht ist oben. Da? Da ist Licht, ja. Mach ich mal da ein Foto. Das sieht so aus, als ob der Baum liegt. Durch die Füße? Nee, unten hast du Rinde, hast du ein Stück Stamm und oben ist Strüpp. Ja, das ist doch gut. Ja, wenn es gefällt. Na ja, klar, wird bestimmt einigen gefallen.